Ja, danke schön. Ich hoffe, Sie hatten auch ein schönes Wochenende. Ich hatte Parteivorstand, aber andere haben auch andere Beschäftigungen. Und es ist schon gesagt worden, ich würde Ihnen gerne ein paar Dinge aus dem Parteivorstand mitteilen. Wir haben uns im Wesentlichen an diesen zwei Tagen mit der Vorbereitung des Bundesparteitages beschäftigt, am 6. und 7. Juni in Bielefeld, und die entsprechenden inhaltlichen Grundlagen, Leitantrag etc. auf den Weg gebracht. Ich will kurz sagen, welche Themen insgesamt dort unsererseits als Vorstand auf die Tagesordnung gesetzt werden. Da ist zunächst mal die politische Generalaussprache, wie das so schön heißt, mit einem entsprechenden Leitantrag. Dazu komme ich gleich, zur aktuellen Situation und unseren Vorhaben. Es wird einen zweiten inhaltlichen Antrag geben des Parteivorstandes, der sich beschäftigt mit der bundesweiten Kampagne, die wir am 1. Mai starten und in den nächsten Monaten und Jahren fortsetzen wollen, zum Thema prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen bzw. unsere Alternativen dazu. Es wird als drittes eine inhaltliche Debatte zum Thema Kommunalpolitik geben auf dem Bundesparteitag. Dazu kommt aber die inhaltliche Grundlage, also der entsprechende Antrag von unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik. Und wir werden viertens auf dem Parteitag eine Diskussion führen über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Sie wissen vielleicht, dass wir in unserem Parteiprogramm zu dieser Frage bisher keine abschließende Entscheidung getroffen haben, ob wir dieses Projekt unterstützen als Partei oder ob wir das nicht tun, sondern haben uns vorgenommen, diese Debatte zu führen. Und das werden wir auf diesem Parteitag auch tun. Ich will etwas sagen zum Leitantrag, der am Wochenende beschlossen worden ist vom Parteivorstand mit einer deutlichen Mehrheit, 20 Ja, eine Nein-Stimme, 8 Enthaltungen. Bevor gefragt wird, will ich das gleich am Anfang sagen. Der Leitantrag wird natürlich zunächst mal eine politische Bestandsaufnahme vornehmen. Wir sind in einer politisch sehr spannenden Zeit, und es überrascht nicht, dass wir mit dem Thema Europa und Eurokrise einsteigen in die Diskussion, nicht nur, weil sie aktuell auf der Tagesordnung steht, sondern weil natürlich die Auseinandersetzungen, die sich dahinter verbinden, mehr oder weniger exemplarisch sind für die grundsätzlichen politischen Unterschiede, die wir als Linke sehen gegenüber der Bundesregierung und ihrem Ansatz, also die Alternative zwischen Kürzungspolitik und Investitionen in Wirtschaft und soziale Sicherheit auf der anderen Seite, wofür wir uns immer wieder stark machen werden. Wir werden noch mal deutlich machen, dass die griechische Regierung, die Syriza-Regierung, in ihrem Agieren, in ihrem politischen Ansatz unsere Unterstützung hat als Deutsche Linke. Ich denke, dass der Bundesparteitag auch dem folgen wird. Ich will deutlich sagen, dass mein Eindruck sehr stark ist, und das findet sich auch in dem Papier des Parteivorstandes, dass es der Bundesregierung offensichtlich nicht zuerst um die Schuldenfrage geht, sondern ein zentrales Anliegen scheint zu sein, dass diese griechische Regierung scheitern muss. Und dass die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin offensichtlich überhaupt kein Interesse daran hat, in irgendeinem europäischen Land die Chance auf einen Politikwechsel zu dulden, um möglicherweise ein Modell für andere Länder vorzugeben. Sie wissen, dass wir in Spanien, in Portugal und in anderen europäischen Ländern eine ähnliche Diskussion und Bewegung haben und vielleicht auch Chancen auf einen Politikwechsel. Die Frage des Politikwechsels stellt sich nicht nur für Europa, sondern sie stellt sich auch für die Bundesrepublik. Wir sind kurz vor der Mitte dieser Legislaturperiode und dieser Großen Koalition und insofern gut 2 Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Insofern werden wir dort auch ein Fazit ziehen der Politik der Großen Koalition von SPD, CDU und CSU und werden noch einmal deutlich machen als Oppositionsführerin, dass wir in wichtigen Kernbereichen einen deutlich anderen Ansatz haben, als diese Bundesregierung es im Moment
praktiziert. Ich will die Schwerpunkte kurz benennen. Da geht es um gute Arbeit und gutes Leben. Es geht um Steuergerechtigkeit. Es geht selbstverständlich um das Thema einer friedlichen Außenpolitik. Es geht viertens um Demokratie statt Überwachungsstaat und TTIP. Wir werden uns mit dem Thema Mieten, soziale Wohnungspolitik und Energiewende befassen. Und letztlich wird auch das Thema humane Flüchtlingspolitik auf diesem Parteitag einen zentralen Raum auch in diesem Antrag einnehmen. Die Notwendigkeit eines Politikwechsels mit diesen Schwerpunkten wird durch uns auf die Tagesordnung gesetzt und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass es dazu kommt. Ein wichtiger Punkt auf dem Weg bis 2017 sind die Landtagswahlen im Jahr 2016. Wir haben davon 5, die anstehen, vorausgesetzt, es gibt in keinem anderen Bundesland noch eine vorgezogene Wahl. Das kann man ja nie ausschließen, aber ich bleibe mal bei den geplanten 5 Landtagswahlen. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt im Frühjahr und dann im Spätsommer Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben den klaren Anspruch, in den Ländern Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für andere politische Mehrheiten zu kämpfen. Und nicht zuletzt auch in Sachsen-Anhalt den zweiten linken Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik 2016 mit Wulf Gallert zu wählen. Und ich glaube, dass wir darüber hinaus eine gute Chance haben, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erstmals in die Landtage einzuziehen. Wir haben für Baden-Württemberg ja vor wenigen Tagen eine sehr ermutigende Umfrage bekommen. Und deswegen sind diese Landtagswahlen natürlich auch für die Bundespartei von zentraler Bedeutung, nicht nur für die Frage, was passiert in diesen Ländern, sondern natürlich wollen wir erreichen, dass wir Ende 2016 eine veränderte politische Landkarte haben, um eine entsprechende Stimmung auch zu erzeugen, 2017 einen Politikwechsel möglich zu machen. So viel meinerseits zum Thema Leitantrag. Ich will einen Punkt anschließen, weil er auch auf dem Bundesparteitag mit Sicherheit eine Rolle spielt und auch einen aktuellen Bezug hat. Die Politik in der Europäischen Union führt leider dazu, dass wir eine starke und stärker werdende Rechte in vielen europäischen Ländern zu beobachten haben. Wir hatten am Wochenende Wahlen in Frankreich. Und auch wenn Front National in keinem der Departements gewonnen hat, kann man mit diesem Ergebnis alles andere als glücklich sein, sondern es muss einen nachdenklich stimmen. Und 2017 sind Präsidentschaftswahlen in der Französischen Republik, kurz vor der Bundestagswahl. Ich glaube, dass wir ein Interesse daran haben, dass diese Rechtsentwicklung gestoppt wird und nicht fortgesetzt wird. Ich will zu dem zweiten Punkt etwas sagen, der angekündigt worden ist zum 13. April. Wir haben heute im geschäftsführenden Vorstand, heute Vormittag, beschlossen, dass wir uns dem Aufruf des Bündnisses Nazifrei in Dresden anschließen und mobilisieren werden, um ein deutliches Zeichen gegen die dort geplante Veranstaltung von Pegida mit Geert Wilders zu setzen. Ich setze darauf, dass viele, nicht nur aus Dresden und aus Sachsen, sondern weit darüber hinaus, sich diesem Aufruf anschließen werden, damit wir wieder einmal leider aber ein wichtiges Zeichen setzen gegen Ausgrenzung und Hass. Dankeschön.